Heute willkommen wieder in der Mobilgarage in der Werkstatt. Wir haben ja gesagt, wir beantworten Fragen von euch. Da kam wohl im Internet, gibt es wohl viele Geschichten, wie man die Schaltung von Zündapp-Dreigangmotor einstellt, Fußschaltung. Wir zeigen es euch hier anhand unserer ZT40. Ob das jetzt der 3-, 4- oder 5-Gang ist, das Axialspiel, die Einstellung ist immer gleich. Das Werkzeug, was ihr braucht, ist eigentlich gar nicht viel. Schlitzschraubendreher in der Größe, das reicht völlig aus. Das sind eigentlich zwei, drei kleine Schritte. Das ist wirklich sehr einfach. Das kann auch jeder zu Hause selbst machen. Wenn man es weiß, wie es geht, ist das überhaupt kein Thema. Und los geht's. Das ist also ganz einfach. In Fahrtrichtung rechts, auf der rechten Seite, werden die beiden 6er Schlitzschrauben herausgedreht, um den Anschlussdeckel abzunehmen. Ihr seht jetzt auch gleich, warum. So. Das ist eine Sache wirklich alles in allem von maximal 5 Minuten ist das passiert. So, ich mache jetzt mal die Kappe runter. Das müssten wir jetzt nicht einmal machen. Einfach, dass man die Welle mal sieht, die hier drunter sitzt. So, das ist die Einstellglocke. So, hier lösen wir die zwei Sicherungsschrauben mit den Halteplättchen der Einstellglocke. Die schrauben wir jetzt ganz raus. Beide. Hier unten seht ihr noch vom Werk die Farbmarkierung. Brauchen wir jetzt natürlich nicht drauf achten. Das ist komplett egal. So. Und schon ist die Einstellglocke frei und lässt sich drehen. So, die drehen wir jetzt einfach mal ganz raus. Die Glocke jetzt einfach mal ganz raus, damit ihr seht, wie das aussieht, das Ganze. Hier haben wir die Einstellglocke und hier haben wir die Schaltwelle. Das war es auch schon. So, zum Einstellen müsst ihr nur eins machen. Und zwar, ich lege es jetzt nochmal an, so wie sie war. So, jetzt haben wir das ganz festgedreht mit der Hand und jetzt ist die Welle komplett hineingezogen. Um das Axialspiel, sprich die Schaltung einzustellen, lösen wir das jetzt hier, die Glocke, dass sie vom Rahmen wegkommt. Das seht ihr hier ganz schön. Ja, hier haben wir jetzt einen Abstand, vorher war es hier dran. Ja, hier geht kein Schraubenzieher rein. So, jetzt lösen wir das und jetzt seht ihr gleich, so weit es reicht und jetzt drückt er es komplett rein. So, jetzt ist sie ganz nach links gedrückt, die Schaltwelle. So. Und jetzt liegt es an, ohne Zug, ohne alles, ganz leicht, nur angelegt am Gehäuse. Und jetzt zählen wir. Und zwar zählen wir die Viertelumdrehungen, die wir jetzt machen müssen, um die Schaltwelle von links nach komplett rechts, also rüber zu ziehen. Hier haben wir jetzt unseren Punkt, wo wir zählen. Das heißt jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jetzt ist sie fest. Also brauchen wir nicht mit Gewalt dran, 15, jetzt ist sie fest. Und um die Schaltung, also das Axialspiel, jetzt richtig einzustellen, 15 durch 2 sind 7,5. Das heißt, jetzt machen wir 7 Viertel Umdrehungen zurück. Hört sich kompliziert an, ist es aber nicht. 7, so, also lösen wieder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, zack. Das war's. Wieder festschrauben mit den Haltemuttern. So, liegt an. Jetzt legt ihr nur wieder die beiden Sicherungsmuttern mit den Scheiben. Setzt ihr an. Einmal oben, einmal unten. So. Schraubendreher. Zack. Einmal und zweimal. Das war's. Und schon ist die Schaltung eingestellt. Kann man jetzt noch prüfen. Ganz wichtig, Kappe nicht vergessen, sonst läuft euch das Öl da raus. Mal einfach nochmal nach. Ihr könnt ja dann hier im stehenden Motor das einfach mal durchschalten, die drei Gänge in dem Fall. Wie gesagt, 3-, 4-, 5-Gang, egal, funktioniert immer gleich. So, Leerlauf haben wir drin. Erster Gang, sauber reingegangen, Leerlauf haben wir wieder drin. Zweiter Gang, sauber reingegangen, dritter Gang, ebenfalls
So, jetzt steht der Probefahrt nichts mehr im Weg, aber könnt euch sicher sein, funktioniert einwandfrei, Schaltung ist perfekt eingestellt. Dreigang, Viergang, Fünfgang, Zünder, Fußschaltungsmotor, das war's, ganz einfach. Gut, wenn ihr wieder Fragen habt, gerne. Wie gesagt, das war auch eine Frage von einem Zuschauer, der das wissen wollte, weil zu viele Gerüchte in diversen Foren existieren und die alle den Vier- und Fünfgangmotor beschreiben und alle behaupten, beim Dreigang wäre das eine ganz andere Welt und hochkompliziert und schwierig. Ist beim Dreigangmotor, wie ihr gesehen habt, genauso einfach. Cool. Deckel wieder drauf schrauben und dann könnt ihr direkt losfahren. Das war's. Gute Fahrt. Bis zum nächsten Mal hier in der Mobilgarage in der Werkstatt.